miteinander. Ich bin Manuela, ich bin Ergonomieverantwortliche bei VeloPlus. Und ich möchte euch heute in diesem Video zeigen, was Ergonomie am Velo bedeutet. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ist die Position von meinem Velo im Moment noch nicht so optimal. Und das Erste, was sicher auffällt, ist die Höhe, die Sattelhöhe. Der erste wichtige Punkt ist, die passende Sattelhöhe zu finden. Ein zu hoher Sattel, wie ihr vorher im Video gesehen habt, führt zu Rückenbeschwerden vor allem und ein zu tiefer Sattel eher zu Kniebeschwerden. Was man beim Sattel auch noch sollte, darauf schauen, dass er waagerecht eingestellt ist, gut überprüfen mit einer Wasserwaage und keine Neigung nach oben oder runter hat. Das würde auch wieder die Position der Hüfte und des Rücken verschieben, dass man unstabil drauf sitzt. Der zweite Punkt ist die Position des Lenkers. Wenn der zu tief unten positioniert ist, hat man zu viel Druck auf den Händen und auf den Schultern, die wieder Probleme in den Fingern oder im Nacken verursachen kann. Die Höhe und die Weite des Lenkers kann man anpassen durch das Modell des Vorbaus. Kann man einen längeren oder kürzeren wählen oder auch durch die Auswahl der Spacer, die oben oder unten vom Vorbau positioniert sind. Eine weitere Option ist, mit einem anderen Lenker zu arbeiten. Zum Beispiel einen, der mehr nach hinten gebogen ist und somit eine bessere Position vom Handgelenk ermöglicht. Der dritte Bereich ist die Einstellungen hier vorne von den Bremsgriffen und natürlich die Auswahl vom richtigen Griff. Bei den Bremsgriffen sollte man darauf schauen, dass sie auch gut erreichbar sind mit den Fingern, dass man nicht zu weit führen muss längen oder sogar den Griff muss verlassen, um bremsen zu können. Der Griff, der jetzt hier montiert ist, bietet in der Hand wenig Unterstützungsfläche, weil er relativ flach geformt ist und auch keine Ausweitung hat für das Handgelenk. Eine bessere Option ist, einen Griff zu wählen, der eine breite Abstützungsfläche hat, wo man das Handgelenk darauf platzieren kann und somit eine geradere Linie vom Arm zu der Hand bekommen. So, wie ihr seht, haben wir das Velo optimal an mich angepasst. Das kann man auch gut zu Hause selber machen. Wenn aber jemand das sich selber nicht zutraut, darf natürlich gerne unsere Ergonomiedienstleistungen buchen, wo wir alles mit dir besprechen. Gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.